Okay, hier ist er wieder, der White Doctor. Es ist schon eine ganze Weile her, dass ich hier an Phantasy Star 3 gesessen habe. Und hier sind wir wieder nach unserem letzten Fehlschlag und lassen uns von den Leuten hier bequatschen. Wir sind also in dieser Stadt hier und kämpfen Shu-Soran, Laias Land. Der Rest der Story habe ich hier in der Beschreibung gelassen, um Zeit zu verlieren. Und hier mache ich mich mal wieder auf dem Weg. Nach ne, die paar Schritte nach Norden hier. Um, naja, weiterzukommen. Wenn ich mich richtig erinnere, ja genau, da waren diese Monster in dem Brunnen. Das heißt, die Brunnen sind Zugänge zu dem eigentlichen Dungeon, der sich hier versteckt. Aber trotz all dem Krieg und so sind die Leute ja freundlich genug, ein was zu verkaufen. Nur wie ich witzigerweise festgestellt habe, ein paar der besseren Sachen gibt es in der ersten Stadt am Anfang. Oh ja, und dann gebe ich für eine Menge Geld aus für nix und marschiere wieder und muss wieder Geld sammeln für die in anderen Stadt und so weiter. Aber das ist erst später passiert. Das hier ist, naja, auf eine Aufnahme, die ich noch rumliegen hatte, damit ihr nicht ganz so lange warten müsst. Diese Aufnahme ist eigentlich eine reinste Peinlichkeit. Oh Mann. Hier seufze ich erstmal ein paar Mal, bevor ich mich wieder an die Gegner ranlasse. Aber im Prinzip renne ich bloß eine ganze Menge herum, kämpfe gegen die Gegner, die werden alle in hellen Scheren abgeschlachtet, bis ich wieder mal vergesse, wie gefährlich eine Vergiftung in dem Spiel sein kann. Und dann plötzlich sind die Hälfte meiner Leute tot und ich muss wegrennen. Hier, genau, die Waffe, die bringt's wirklich. Dieses Maschinengewehrdingster, das Vren hat. Und deswegen, ach schön, ja, wieder Geld und Miseten, ja, das braucht man auch. Ah, ja. Etwa um diesen hier, da hier waren wir schon mal. Also um, ja, genau, hier nach 2 Schritten werden wir wieder angegriffen. Ab diesem Zeitpunkt beginne ich das langsam zu hassen, die langsame Gehgeschwindigkeit. Witzigerweise versuche ich später mal das Ganze zu beschleunigen. Aber mit dem Emulator, den ich benutze, um die Aufnahmen zu machen, naja, da stellt sich heraus, dass der Sound furchtbar sich furchtbar anhört. Aber mal sehen, wäre ich schlauer gewesen, hätte ich daran gedacht, das stumm zu stellen und trotzdem aufzunehmen. Und ich meine zumindest wäre es nicht so qualvoll gewesen, wie das, was ihr hier seht. Alle 3 Schritte 50 Monster und hier sind schon wieder die Hälfte von uns vergiftet. Und das macht mich auch immer fertig, dass wir hier Cyborg-Roboter in unserer Truppe haben, die vergiftet werden können, als wären sie ganz normale Leute. Ah ja. Sowas kann man natürlich auch programmieren, wenn einem die Welt egal ist. Ah. Dabei ist das Spiel gar nicht mal so schlecht. Es hat halt nur die typischen Schwächen von Spielen aus der Zeit. Das heißt, die brutal langsame Gehgeschwindigkeit und ein Maximum an Kämpfen, um das künstlich in die Länge zu leiten. Ich glaube, einer der Kommentatoren hat sogar gesagt, dass wir gar nicht mehr so weit entfernt sind vom Ende des ersten von 3 Abschnitten. Und das heißt, dass eigentlich gar nicht so viel Zeit vergangen ist. Es ist auch nicht so viel passiert. Das wirklich das absolut meiste, was hier immer passiert, ist das Kämpfen gegen Monster. Und wenn man alle 3 Schritte angegriffen wird, dann ist es kein Wunder. Ah, je. Die Viecher hier, die müssen sich auch dumm fühlen, vom Programmierer gezwungen zu werden, uns anzugreifen. Und warum tun diese Rattenviecher immer so viel Geld mit sich rumschleppen? Die müssen ein paar verdammt reiche Leute angeknabbert haben. Ah ja, der nächste Kampf. Hier mal komplett mit Fake-Schnecke und zwar für diesen komischen Biestern im Hintergrund. Ah ja. Also die ganze Zeit sammle ich hier und wir haben es nicht einen Schritt weiter geschafft, als wo wir eh schon waren, bevor wir einen Rückzug antreten mussten. Das ist traurig. Ich denke, diese etwas kürzere als sonst Episode, naja, vielleicht immer noch ein bisschen länger als meine ersten Episoden, weil ich mich da noch an diese 10-Minuten-Grenze halten musste, aber ihr wisst schon, 12, 13 Minuten ist für meine Zwecke eigentlich ziemlich wenig. Aber das hier ist ja auch nur so, damit ihr mal seht, wie man hier total versagen kann. Und dann müsst ihr euch noch einziehen. Ich habe schon ein paar Minuten hier weggelassen, beim Aufnehmen. Und ich bin nochmal 10, 20 Minuten mit beschleunigter Geschwindigkeit rumgegangen, um anschließend genügend Geld zu sammeln für bessere Waffen. Weil ich habe festgestellt, dass man, wenn man gegen so viele Monster immer auf einmal kämpfen muss, das ist besser. Wenn der gute alte Ries, unser reisiger Reisende hier, nicht mit einem Stahlschwert auf jeden Gegner einzeln einkloppt, was zwar beeindruckend ist, aber auch verdammt langsam, sondern stattdessen eine dieser komischen Nadlerwaffen nimmt. Und da wurde ich gleich am Anfang reingelegt, weil die Nadler, die ich zuerst gekauft habe, das passiert hier, ich weiß gar nicht mehr, ob das in dem Video passiert oder ob ich das auch in meiner Grinding-Session im Hintergrund gemacht habe.
Naja, ah, hier gucke ich mir nochmal an, was die alles an Gegenständen herumstellten. Sie hat noch Gegengifte. Ah je. Und dann gucken wir mal, was der da hat. Und na, das war auch dumm. Ich habe gar nicht gemerkt, dass Lyle noch ein paar andere Sachen tragen könnte, die seine Verteidigung ein bisschen stärker machen. Genauso wie ich nicht gerafft habe, dass die Nadler so viele Gegner auf einmal treffen. Im Prinzip muss man sich das so vorstellen. Franz, komische Massenvernichtungswaffe, haut die Gegner immer alle horizontal in einer Reihe weg. Während die Nadler, die Ries tragen kann, immer so vertikal eine Reihe wegballern. Das heißt, wenn da zum Beispiel jetzt nur mehrere Reihen von Monster hintereinander sind, dann trifft der Nadler für gewöhnlich das erste, das Monster in der ersten Reihe, dann das Monster dahinter und so weiter. Das richtig Gute an den Nadlern ist also, dass sie mehr als einen Gegner treffen können, im Gegensatz zu einem Stahlschwert. Und kombiniert mit einem Schild, das man dann tragen kann, weil Nadler nur in einer Hand getragen wird, wie eine Pistole, verliert man nicht mal so viel Verteidigung. Mit dem Stahlschwert ist Ries natürlich super Fighter, ne, und verlobten Retter Nummer 1, aber hey, wenn er ständig getroffen und vergiftet wird, weil immer nur ein Monster nacheinander treffen kann, ist das eine andere Sache. Also habe ich ihm, wie gesagt, einen Nadler verpasst. Dann hätte ich zum Beispiel da links die Truppe gleich wegbolzen können, alle drei auf einmal, glaube ich sogar. Und das ist super. Genauso wie super, wie es Ren ist, wenn er immer die hintere oder die vordere Reihe komplett wegbolzt. Nachteil ist natürlich, die beiden sind nicht die schnellsten, also kommen die anderen immer vorwärts. Aber im Optimalfall bedeutet das dann normalerweise, zusammen mit unserem weiblichen Roboter, die ja mit ihren beiden Klauen auch zweimal angreifen kann. Oh Gott, sind wir immer noch erst an der Stelle? Was wollte ich sagen? Ah ja, genau. Das bedeutet, dass wir quasi diese ganzen Gegnerhorten zeitig wegmachen können. Und das ist am wichtigsten. Also hatte ich diesen Nadler gekauft und dann festgestellt, bei einem Zufallsbesuch zur Erholung in der anderen Stadt weiter im Süden, dass die da eine bessere Version haben von demselben Nadler, der mit 3-4-fachen vom Preis. Also bin ich nochmal zurückgegangen hier in den Dungeon, hab die Geschwindigkeit aufs 10-fache beschleunigt und hab dann versucht, so viele Kämpfe wie möglich zu bestehen, um das Geld zu sammeln. Und natürlich ist das Spiel an dieser Stelle ein bisschen ausbalanciert gegen die ganzen Gefechte, die man zwangsweise führen muss. Und ich habe nur ein oder zwei Level noch draufgekriegt für alle. Also gar nicht so viel. Also um Geld zu sammeln, lohnt sich Grinding, damit man bessere Ausrüstung kommt. Aber in Phantasy Star 3 sollte man wirklich nach Möglichkeit nicht versuchen, sich ein paar neue Levels zu schnappen. Das lohnt sich nicht. Wenn man die Gegner in hellen Scharen totschlagen kann, reicht das schon aus. Ein, zwei Levels mehr, das ist eigentlich zumindest jetzt noch nicht so wichtig. Ah ja, und da hat er wieder 50 Meseten mehr und wir sehen, und Ries kämpft sich immer noch durch denselben Gang. Ich habe manchmal das Gefühl, die sind deswegen so langsam, weil sie über die ganzen Leichen hinwegsteigen müssen, die sie angehäuft haben. Ah ja, das ist auch zum Beispiel sowas hier. Das sind zum Beispiel schon entweder ein Treffer für Vren oder fünf für den Rest der Truppe. Mit einem Nadler dagegen. Und hier habe ich, das ist auch das Schleue, Lyle kann so einen Zauber anwenden, gerade alle auf einmal trifft, aber nicht viel Schaden anrichtet. Gut gegen diese Rattenviecher, die einen ständig vergiften können. Aber richtig boshaft ist, wenn diese stabileren Viecher in hellen Scharen auftauchen, wie hier zum Beispiel. Da ist Vren gut, er kann diese orangen Viecher mit einem Schlag erledigen und diese blauen immerhin mit zwei Treffern. Oder unterstützt von Ries hier mit Schwert und so weiter. Da habe ich später gute Erfolge gehabt mit diesem Supernadler, keine Ahnung mehr wie der heißt. Ich werde nochmal meinen Namen erwähnen, wenn er hier auch mal auftaucht in den Videos. Wie gesagt, ich habe ja so viel geflucht, das glaubt ihr gar nicht, aber lustig war das irgendwann nicht mehr. Darum habe ich mich entschieden, die Tonaufnahme, die ich gemacht habe, wegzuschmeißen und dann nochmal nach dem Schneiden und Zusammenbasteln des eigentlichen Videos habe ich einfach wie alles nachkommentiert. Und hier sind wir nochmal. Ja, am Ende kommt man also in die Burg und hat diese Siegel umgangen. Und da hat man natürlich auch noch haufenweise Monster, die einen auch noch mit Magie angreifen können. Ach, Verzeihung, ich meinte Techniken. Das ist ja keine Magie, das darf ich nicht vergessen. Und das wird an dieser Stelle eigentlich nur noch eine Sache der mentalen Ausdauer. Man muss also tausende von Kämpfen überstehen, wenn man unten langläuft, und oben ist das genauso. Und dann ist das Ganze auch noch ein Labyrinth oben und unten. Tja, in dieser Episode, die jetzt schon zu drei Vierteln rum ist, schaffen wir es nicht mehr. Oh toll, Vren ist wieder ein bisschen stärker geworden mit seinen Robot-Erfahrungspunkten.
Und hier geht's wieder nach unten weiter. Also in dieser Episode seht ihr mich einfach nur total versagen. Und dann müsst ihr euch noch vorstellen, dass dann noch fast doppelt so lange Episode danach kam. Ja, das war ein toller Schnitt. Ja, habt ihr das gesehen hier? Zapp! Vom einen Ende zum anderen. Ja, da hatte ich die Geduld ein bisschen verloren. Naja, und danach kommt dann noch eine Viertelstunde oder länger, wo ich die ganze Zeit... Oh ja, jetzt sind sie alle vergiftet. Mega, merkt ihr was? Das war vor dem Schnitt nicht so. Oh, Mann. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Also danach habe ich, wie gesagt, trainiert, um Geld für neue Ausrüstung zu bekommen und ein, zwei Levels dazu gekriegt für die meine Trüppchen. Je. Und dann... Das heißt, in der nächsten Episode, dann stehen wir wieder hier vor der Tür. Aber diesmal werde ich vorher auch sicher machen, dass ich weiß, wo ich lang gehen muss, damit ihr mir nicht 20 Minuten zugucken müsst, wie ich zum dritten Mal, glaube ich, denselben Weg lang gehe. Und das heißt, in der nächsten Episode... Oh, eine neue Schatztruhe. Hier waren wir also noch nicht. Schwer zu sagen, wenn alles gleich aussieht. Und hier wieder eine Horde Ratten angeführt von diesem komischen Hund mit Hörnern, der Feuerbälle spucken kann. Oh ja. Und hier machen wir ihn fertig. Standard-Stuff wirklich. Naja. Naja, ab jetzt könnt ihr es etwas lockerer nehmen hier beim Zugucken, weil eigentlich nichts Neues mehr passiert. Irgendwann gleich kommt der ultimative Failure-Punkt für mich, wo ich total versage. Und dann ist diese Episode zu Ende, diese kleine Zwischenepisode. Was ist denn da jetzt eigentlich drin? Ah ja, zuerst war ich so lange nicht mehr dran gesessen, aber ich vergessen, wo meine Knöpfe sind. Na, die Trimate, na gut, zumindest ist das Ding halbwegs wertvoll. Ah, jedes Mal, wenn ich ein Antidot oder sowas hier finde, weiß ich nicht, ob ich mich freuen soll, dass es nützlich ist oder ärgern, weil es so verdammt wertlos ist. Ich meine, für 5 Meseten kann man schon geheilt werden in der Stadt und ein Antidot kostet nur wesentlich mehr. Hier werde ich langsam ein bisschen zu geizig mit neuen Antidotes. Oder ich habe die schon alle verbraucht, weiß ich gar nicht mehr an diesem Zeitpunkt. Ah ja, und Mieux hat normalerweise eine Technik, mit der man Vergiftung auch heilen kann. Ah, oh, und da hat's Ries erwischt. Und Mieux hat's erwischt. Ja, das war der Punkt. Ab diesem Zeitpunkt musste ich zurücklaufen. Und zu meiner Peinlichkeit habe ich es nur lebend rausgeschafft, weil ich zu dem Zeitpunkt, wo auch noch Lyle ausfiel und Vren alleine alle 3 Leichen geschleppt hat, da habe ich dann angefangen, weil ich immer noch so weit weg war, mit Safe States zu manipulieren, damit ich rauskomme. Also Safe State, laufen, 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 weglaufen und sobald ich erfolgreich weggelaufen bin, erneut Safe State. Und wenn ich nicht erfolgreich weggelaufen bin, dann war ich natürlich tot. Und auf diese Weise bin ich nach 20 Toten oder so endlich wieder rausgekommen und Vren hat die Leichen dann zurückgebracht. Und das war's dann eigentlich auch schon. Naja, das sieht nicht gut aus. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Naja, hoffen wir, dass es beim nächsten Mal besser wird. White Doctor aus.